Also entweder Roségold oder Holz. Holz. So. Morgen, morgen. Irgendwie ist das alles verschwommen. Wartet mal. Jetzt ist scharf. Jetzt bin ich scharf. Wir sind schon früh wach. Also sind wir immer, aber wir haben 7.51 Uhr und sind schon voll im Gange. Bernd hat hier oben den Schrank schon repariert. Da war nämlich, also der ist nicht oben geblieben, die Klappe. Eingestellt halt, ne? Genau, die ist immer wieder runtergekommen. Und das hat der Bernd schon eingestellt, während ich duschen war. Bernd war auch schon duschen. Und in diesen Schrank werden jetzt die ganzen Einmachgläser eingeräumt. Dann ist der Karton weg. Der Staubi läuft noch, weil es noch so früh ist. Eigentlich wäre ja noch Videoschneidezeit oder so. Die Maus schläft im Laufstall. Ich habe schon die Betten abgezogen. So, jetzt gehen wir in HWR und dann hört man den Staubi auch nicht so. Ihr wisst, ich lasse den immer früh laufen, damit ihr den nicht hört im Vlog, weil das stört echt. Genau, dann hat Bernd gestern aus unserem Lager, wir haben ja ein Krisenvorsorgelager, was wir immer rotieren. Moment. So. Was wir immer rotieren, die ganzen Lebensmittel. Also ich sage jetzt mal als Beispiel 4 Paletten Kidneybohnen oder so. Und wir haben ja hier ein Lager und da ein Lager. Das ist so für den Hausgebrauch, dass man mal so ein bisschen was da hat. Ein paar Dosen Mais und so. Und dann bringt der Bernd halt regelmäßig was mit aus dem Lager. Oder wir beide oder wie auch immer. Und das hat Bernd gestern gemacht. Und das hat er alles schon eingeräumt und sortiert. Hier sind jetzt die Bolognese-Soßen, die Bernd selber gekocht hat. Das ist die braune Soße, die Bernd selber eingekocht hat. Ja, und wie ihr seht, halt passierte Tomaten, Tomatensoße, gestückelte Tomaten. Hier sind Mais und Kidneybohnen, die wir wieder brauchen. Unser Reis, Hela-Ketchup, ganz wichtig. Den gibt es ja bei uns immer auf dem Tisch. So, und hier geht's weiter. Da ist noch ein bisschen Platz. Genau. Und meine Aufgabe des Tages, wie gesagt, ich habe das Bett abgezogen, muss Wäsche waschen. Hier ist frische Wäsche, also Chaos pur, Leute. Ja, ich leg mal los. The sky, twinkle, twinkle, little star. Oh, I wonder what you are. So, jetzt ist sie eingeschlafen. Kann ich starten hier? Irgendwie ist es immer so nah. Ich habe am Montag endlich einen Termin bei Vielmann mit Calvino. Die schon länger unsere Videos gucken, die wissen Bescheid, dass der Smurfy in einem unbedachten Moment meine Brillen alle angekaut hat. Und deswegen habe ich meine Uraltbrille. Meine Sehstärke hat sich nicht so stark geändert, deswegen kann ich die immer noch tragen, aber die hat halt so ein kleines Sichtfeld und so einen Metallrahmen und die ist halt irgendwie unbequem, ne? Das geht, ich trage sie auch, aber ja, so mega wohl fühle ich mich nicht damit, obwohl ich mich schon relativ dran gewöhnt habe. Dann habe ich noch meine Atze Schröder Brille, die eigentlich für den Sommer für draußen ist, weil die, da tönen sich die Gläser. Wenn ich halt draußen spazieren gehe, ist das super angenehm. Aber halt, wenn ich Videos drehe und die dann so braun sind, sieht das halt doof aus. Aber die ist gemütlicher, weil die ein großes Sichtfeld hat. Und ich hatte schon mit Calvino, weil der braucht auch eine neue Brille, der hat jetzt seit, der ist jetzt in der 5. Klasse und in der 1. Klasse hat der seine Brille bekommen. Die haben wir einmal nochmal neu gekauft nach ein paar Jahren. Aber so langsam wird dieses Gestell irgendwie zu klein für sein Gesicht, finde ich. Ich weiß es nicht. Wir waren auch beim Augenarzt. Die Sehstärke hat sich gar nicht geändert bei ihm. Und deswegen hatten wir immer zusammen, jetzt in den ganzen Lockdown-Phasen, hatten wir schon zusammen Termine mehrfach. Und irgendwas kam immer dazwischen. Dann waren wir einmal in Quarantäne, dann war weiß ich nicht was. So 2-3 Mal hatten wir einen Termin und den habe ich dann immer abgesagt. Und jetzt für Montag habe ich nochmal einen Termin gemacht und hoffe, dass wir den wirklich wahrnehmen können. Montagvormittag ist es extra, damit, ja, weil morgens ist die Morla generell besser drauf. Eigentlich ist sie immer gut drauf, aber wenn sie mal nicht gut drauf ist, dann war es bis jetzt immer nachmittags. Deswegen gehen wir
vormittags und Calvino hat Montagvormittag auch keine Schule. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns mal schöne Brillen aussuchen können, die dann zeitnah fertig sind. Und ja, damit ich mich wieder wohlfühle. Ich möchte gerne wieder eine mit einem großen Sichtfeld, mit einem dunklen Rahmen, glaube ich, da tendiere ich zu. Mal schauen, ob ich das wirklich so mache. Mal gucken, was die da haben. Ich weiß es noch nicht. Ist auch schwierig, glaube ich, mit Mundschutz dann, ne, die Brillen anzuprobieren. Weiß ich auch nicht, wie wir das... Mal schauen. Wird schon alles. So, ich werde jetzt hier die Wäsche falten im HWR. Da habe ich nämlich gerade schon angefangen mit der Mausi im Tragetuch. Genau. Das ist schwarze Wäsche, weiße Wäsche. Da wäscht noch und trocknet direkt. Das ist, was habe ich denn da drin? Auch schwarz, glaube ich. Und ich falte gerade Stoffwindeln. Ich habe jetzt die ganze Zeit die Haare auf, weil ich das eigentlich ganz schön finde, wenn die so auf sind, weil die so ein bisschen länger geworden sind wieder. Aber wenn ich jetzt so hier die Wäsche falte oder so, dann geht der Maus, gehen dann immer die Haarspitzen ins Gesicht und dann macht die immer so, dann wacht die immer so ein bisschen auf und deswegen, ja, mache ich mir jetzt einen Zopf. Mein Hausfrauenzopf, es nutzt nichts. Denn die Haare werde ich erst wieder aufhaben können, wenn die Kinder alle groß sind, die wir noch so geplant haben. Und der Morgen ging irgendwie total schnell rum. Ich esse jetzt gerade schnell zwischendurch eine Kartoffel. Diese Backofenkartoffeln vom Markt, die es gestern bei uns gab. Reste davon. Eine ist über. Zwei sind über. Ich esse eine. Und den Bohnensalat, den ich schon heute Morgen gemacht habe. Das habe ich, glaube ich, auf Instagram erzählt. Weil bei uns gibt es heute den Rest Lasagne. Von Montag, glaube ich. Das hatte ich eingefroren. Jetzt taue ich das auf, dass wir dann, wenn der Bernd zur Mittagspause kommt, Lasagne essen können mit Bohnensalat. Aber weil ich jetzt Hunger habe und ich gehe jetzt eine große Runde mit dem Smurfy, muss ich eben das schon mal essen. Voll Hunger. Der Vormittag, da ist irgendwie die Zeit total gerannt. Wir haben schon 11:30 gleich. Also, keine Ahnung. Wo ist die Zeit geblieben? Ja. Wollen wir das Restaurant aufmachen, oder? Ja. Das wird mit Sicherheit gut kommen. Okay, ja. Na, nur dass auf Mallorca sind halt wesentlich mehr Deutsche, ne? Ja. Na, wir sind zurück. Es ist schon jetzt Nachmittag. Es hat sich viel ereignet. Wir haben fast den ganzen Nachmittag damit verbracht, unsere Kinder zu befriedigen, die Bedürfnisse der Kinder zu befriedigen. Schlechte Laune zu haben. Ja, und dann hatten wir schlechte Laune. Hat man ja auch mal. Wegen Themen, die wir hier nicht bereden können. Mal. Ja. Und deswegen haben wir nicht gevloggt, weil, ja. Ich würde hier dafür voll auf schlechte Laune haben, aber eigentlich nie. Nee, eigentlich nie, aber heute hatten wir mal. Nicht. Heute hatten wir einfach mal schlechte Laune. Ich habe mir fast den Finger reingehackt hier, aus Versehen. Da hätten wir mal eine Zuschauer zu lachen. Ich hätte dann wieder gelacht wie in dem einen Vlog. Wurde dir den Fuß eingehauen hast und ich habe gelacht. Ja, so bist du gehässig. Jedenfalls waren wir jetzt 1,5 Stunden spazieren mit dem Smurfy in den Feldern. Es ist wunderschönes Wetter. Kalt. Kalt. Der Wind ist uns überall durchgefegt. Die Maus hat geschlafen, jetzt wacht sie auf. Hat wieder schlechte Laune. Nein. Mausi. Hm? Ja. Moment. Holen wir dich mal raus. Hier. Hunde für den Hund. Hm? Hunde für den Hund. Ja. Oh, Maus. Oh, die Maus. Ja. Oh. So. Mein Schatzi. Hast du gut geschlafen? Oh, hast du gut geschlafen? Ja? Oh, das war schön, ne? Ja. Ja. Geht's dir jetzt besser? Was sagt sie? Geht so. Hey, hallo. Ist die Augen schon aus? Ja, klar.
Alter, die versucht ihn, ihre Hand zu bulimieren. Du willst ja so dran saugen, ne? Ja. Kannst du mal hallo zum Vlog sagen? Erzähl mal, was hattest du heute Nachmittag? Oh, ja. Ja, und wer sitzt mir jetzt hier an der Füße? Der Etty, der schon gegessen hat. Jedenfalls ist uns der Wind durch die Nase geflogen und also mir geht's jetzt schon mal besser wieder. Dir auch, Bernd? Ja, mir geht's immer besser. Ja, der hatte richtig schlechte Laune gerade. Ja. Ja, das gibt's auch bei uns. Ja. Gut, jetzt ist die Laune weg. Wir waren dann so schlecht gelaunt, dass wir gesagt haben, komm, wir bestellen uns irgendwas zu essen oder holen uns irgendeinen Schrott. Ne? Wir essen einfach Schrott heute, so scheiß auf alles. Aber dann im Laufe des Spaziergangs haben wir gesagt, naja, komm, wir haben frisches Brot gebacken, was der Bernd jetzt noch zu Ende geschnitten hat. Ich hatte schon angefangen, habe aber aufgehört, weil die Laune so schlecht war. Ja, und jetzt machen wir gleich Brot, haben wir gesagt, ne? Was essen wir noch? Nix. Nix, Brot. Ach, Bernd macht sich noch eine Yum-Yum-Suppe dabei. Genau. Und dann, wenn wir dann satt sind, geht's uns auch besser. Und jetzt kümmere ich mich mal um die Morlock. Oh, am Pups raus. Wir gehen jetzt schlafen. Wir waren baden. Und jetzt geht's nur noch ab ins Bett. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Ciao.